heute ist es wieder soweit, Freunde. Wir werden Minecraft-Mobs aus dem echten Leben in Minecraft einfangen. Kommentiert doch jetzt gerne mal mit eurem Lieblings-Minecraft-Mob. Ich bin echt gespannt. Und ihr seht schon, ich bin hier an diesem wunderschönen Strand angekommen. Das sieht ja wirklich super aus. Und ich würde sagen, wir drücken mal auf den Knopf drauf, damit wir auch hinten auf diese wunderschöne Plattform kommen. So, drücken wir mal drauf. Hey! Hallo! Na, okay, Leute, ich glaube, ich weiß warum. Ihr habt noch kein Like da gelassen. Lasst jetzt nochmal schnell in 3, 2, 1 jetzt ein Like da, damit der Knopf auch funktioniert. Dankeschön für euren Support, Freunde. Und ich würde sagen, wir drücken mal drauf. Ja, sieht doch super aus. Und wir sehen, unser erstes Mob für heute ist einfach mal Alex. Alex aus Minecraft. Das sollten wir doch alle kennen, beziehungsweise Alex sollten wir doch alle kennen. Für Alex benötigen wir hier so helles Farbmittel, also hellgrünes Farbmittel und eine schöne Blume in Gelb. Das kriegen wir doch, denke ich mal, hin. Also ich denke mal, die Blume, das ging ja super schnell. Okay, die Blume sollte so absolut gar kein Problem sein. Aber das Problem wird eher sein, Farbmittel zu finden. Denn dafür benötigen wir tatsächlich einmal Kaktus. Also wir brauchen, wir müssen Kakteen abbauen. Und dann müssen wir auch noch einmal Farbmittel von Knochen bekommen. Also weißes Farbmittel. Das kann ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Da wir also früher oder später sowieso Knochen holen müssen, werde ich mir ganz kurz einmal hier Equipment besorgen, damit ich auch gegen die Skelette eine Chance habe. Sonst werden die mich wirklich ummatschen. Das will ich ja nicht. Okay, und Cobblestone ist jetzt auch am Start. Das heißt, wir haben hier schon mal unser Equipment und dann können wir uns daraus nämlich hier so eine Axt machen. Dann haben wir wenigstens auch eine Chance gegen die Mobs. Wir können auch gleichzeitig nochmal ein bisschen schneller hier die Bäume abhacken. Ich würde sagen, wir besorgen erstmal ein bisschen Holz und dann gehen wir auch schon weiter und suchen einfach mal nach Skeletten und Kakteen. Dann haben wir auch schon unser weißes Farbmittel und den Skeletten. Let's go. Das Problem ist halt nur, wir müssen natürlich auch ein Skelett finden, was hier gerade... Oh, wie süß ist das denn? Oh, ich würde die Kuh eigentlich gerne töten, aber irgendwie kann ich das nicht, weil hier so eine Babykuh daneben ist. Komm, wir lassen die Kuh hier leben. Einfach wegen der Babykuh, ne? Das kann ich nicht machen. So, auf jeden Fall suchen wir jetzt erstmal nach Kakteen und wir suchen auch nach einer Höhle, wo Skelette sind, weil das ist halt das Problem. Wir brauchen Skelette, sonst bekommen wir keine Knochen und ohne Knochen kein weißes Farbmittel, was wir benötigen, um Kaktusgrün in hellgrün zu färben. Und schaut euch das mal an. Wir haben hier einfach mal ein Villager-Dorf, eine Pyramide und ja, Kakteen dementsprechend auch. Alter, wie viel ist denn hier? Sehr schön, dass wir schon mal Kakteen gefunden haben. Aber ich würde auch sagen, im gleichen Zuge werden wir gleich mal das Villager-Dorf abchecken, weil, wie gesagt, wir können hier einfach mal auch ein bisschen was zu essen bekommen und ich würde sagen, wenn wir schon hier sind, gehen wir auch in die Pyramide herein. Jetzt muss ich nur ein bisschen vorsichtig sein, dass wir jetzt hier keine schlimmen Sachen machen in der Pyramide. Hab jetzt hier natürlich keine Fackeln oder so, aber lol, ein Goldapfel. Ja, perfekt. Warte mal, wir haben Knochen. Hä, easy, Leute. Wie geil ist das denn? Das ist ja super gut. Das ist richtig, richtig gut. So, das mache ich einmal ganz kurz weg, weil das bedeutet, wir sparen uns so viel Zeit heute, Freunde. Wir müssen nicht nach irgendwelchen Skeletten suchen. Ey, perfekt. Das heißt, ich kletter jetzt hier einfach noch heraus. Sand haben wir ja sowieso genug. Ey, perfekt. Leute, Hammer. So einfach kann es wirklich gehen, wenn man ein bisschen Glück hat natürlich. Das muss ich hier am besten auch nochmal ganz kurz abbauen, sonst komme ich hier nicht mehr heraus, ist ja klar. Aber wir sehen auch gleichzeitig hier im Villager-Dorf ist nicht so viel zu holen. Also ja, das ist natürlich nicht perfekt, aber egal. Oh Gott, hier aufpassen, sonst sterbe ich gleich noch. Ich baue jetzt hier erstmal die Kohle ab, weil Kohle werden wir so oder so auch benötigen. Aber ich würde sagen, wir machen Folgendes. Wir schnappen uns gleichzeitig auch nochmal ein paar Kühe beziehungsweise Fleisch. Und das brauchen wir auf jeden Fall auch, weil sonst haben wir gleich kein Essen mehr, beziehungsweise kein Leben mehr. Ich werde jetzt sogar diesen goldenen Apfel essen, einfach weil ich sonst kurz vom Sterben bin, übertrieben gesagt. So, zack. Hier auch nochmal ganz kurz die Schafe töten. Und Schweine sind hier auch am Start, ne? Kann man auch Schweine nochmal, zack. Und ich esse einfach mal das Fleisch so roh, einfach damit wir wieder regenerieren können. Auch ein paar Melonen können wir hier mitnehmen. Freunde, das ist doch perfekt. Das ist doch perfekt. Okay, wir gehen mal wieder zurück, Freunde. Aber Essen sollten wir auf jeden Fall mehr als genug haben. Was jetzt natürlich auf dieser Insel nicht fehlen darf, ist ein vernünftiger Crafting Table. Den haben wir nämlich noch nicht erschaffen. Ah, warte mal. Ups. Jetzt habe ich hier aus Versehen zwei. Egal, ist ja auch nicht so schlimm. Einen lassen wir hier. Einen nehmen wir dann auch einfach noch mit. Zack, Ofen ist auch am Start. Und jetzt packen wir erstmal Kaktus hier
herein und jetzt gucken wir mal nach. Weil unsere Knochen können wir hier so machen, das ist ja schon mal perfekt. Und jetzt müssen wir eigentlich nur das hier kombinieren und haben dann auch schon das, was wir benötigen. Warte mal, White Dye, genau, das passt so. Jetzt haben wir das, was wir benötigen, jeden Moment zumindest. Wir brauchen jetzt zweimal hellgrünes Farbmittel. So, zack. Und das bedeutet, wir haben jetzt hier, wir schmeißen es einfach mal rein, zack. Ist schon drin? Okay, ist schon drin, ne? Ja, perfekt, ist drin. So, und dann hier auch einfach die Blume rein, so, zack, rein damit. Okay, wir drücken mal den Knopf. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Alex in Real Life. Und das hier ist Alex in Real Life. Eine hübsche ist es auf jeden Fall. Wir sehen auch, sie hat das gleiche Top an wie Alex. Die gleichen Haare. Sieht auf jeden Fall zum Verwechseln ähnlich aus in Real Life. Also ich muss sagen, hat sich gelohnt, das Ganze mal in Real Life zu sehen. Und dann würde ich sagen, Freunde, nachdem wir jetzt Alex in Real Life gesehen haben, schauen wir mal, wie ein Villager im echten Leben aussieht. Denn der Villager ist der Nächste. Und wir sehen schon, dafür benötigen wir eine Glocke, Brot und Weizen. Eine Glocke müsste im Villager-Dorf sein. Weizen und Brot. Ah, das könnte problematisch werden. Ich glaube, da war kein Weizen im Dorf, aber wir gucken mal nach. Wir gehen einfach zum gleichen Villager-Dorf wie gerade. Also bei der Glocke mache ich mir eigentlich keine Probleme. Also wir sehen, hier sind wir im Villager-Dorf angekommen. Ich meine aber, die meisten Felder waren noch gar nicht fertig mit dem Weizen. Also wir sehen, hier ist kein Weizen am Start. Hier vorne ist kein Weizen. Ach genau, die Glocke müssen wir auch noch mitnehmen. Das stimmt. Das habe ich auf jeden Fall auch nicht vergessen. So, hä? Okay. So, Glocke nehmen wir mit. Kann man die so abbauen? Ich meine schon, oder? Ich meine schon. Ja, perfekt. Kann man mitnehmen, die Glocke. Dann haben wir die Glocke auch am Start. Ja, die Frage bleibt halt immer noch nur, wie sieht's aus mit Weizen? Weil meistens hat man ja so Heuballen oder sowas im Dorf, aber... Ach, warte mal, da sind doch Heuballen. Ja, perfekt. Oh ja, okay, dann ist entspannt, Freunde. Dann ist ganz entspannt. Wir haben mehr als genug Weizen. Dann machen wir uns auch wieder auf die Heimreise. Und ich muss sagen, das sieht schon sehr schön aus, oder? So mitten im Meer, dieses Gebilde. Also mir gefällt es auf jeden Fall. Man kann auch immer erkennen, wo der Strahl ungefähr ist, also... dieser Spawn. Finde ich ganz nice. So, essenstechnisch fällt mir gerade noch ein, können wir das einmal im Ofen durchbraten. Dann würde ich schon sagen, schauen wir uns an, was der Villager so zu bieten hat. Ach, warte mal, stimmt. Ich muss aber erstmal hier noch schön den Heuballen einmal machen und Brot. Genau, zweimal. War das zweimal Brot? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher. Wir schauen mal kurz nach. Ja, ein bisschen was an Weizen müssen wir da reinwerfen. Und Brot. So, dann würde ich sagen, einmal zack. Hä? Warum verschwindet das einfach nur? Das backt irgendwie ein bisschen. Jetzt sieht man es, wie es schön reinfliegt. So, zack. Auch nochmal rein damit und hier auch Brot reinwerfen. Zack. Und zack. So. Okay. So, Glocke auch nicht vergessen, Freunde. Zack, Glocke auch rein. So, jetzt nochmal ganz kurz werfen. Und hoppa. Okay. Schön. Dann drücken wir drauf. Und wie sieht ein Villager im echten Leben aus? Und das ist er einfach mal. Oh mein Gott. Wie cool sieht denn dieser Villager aus im echten Leben? Also seine Nase ist auf jeden Fall verrückt und ja, sieht auf jeden Fall krass aus. Also so ein Villager im echten Leben, den würde ich auch gerne mal begegnen. Aber gut, dann würde ich sagen, haben wir schon zwei coole Mobs aus Minecraft gefunden. Freunde, wie gesagt, nicht vergessen, Daumen nach oben da lassen, wenn ihr dieses Format feiert. Dann gibt es auch weitere Teile. Und ja, dann machen wir weiter mit Herobrine. Jetzt wird's aber interessant. Okay, dann schauen wir mal nach. Was benötigen wir für Herobrine? Wir brauchen Wolle, was wir, glaube ich, sogar schon haben. Sehr schön. Und einen Steve-Kopf, den man gar nicht so einfach bekommen kann. Ich glaube aber, ich habe irgendwas im Villager-Dorf gesehen. Wir schauen mal nach, würde ich sagen. So, Essen haben wir auch am Start. Mehr als genug. So, dann packe ich jetzt noch trotzdem mal dieses Fleisch hier rein. Und dann machen wir uns nochmal auf den Weg zum Villager-Dorf. Das Villager-Dorf ist heute wirklich der Retter in der Not. Aber ich würde sagen, ab geht's zum Villager-Dorf. Okay, Freunde, also wir sehen hier, ich sehe nicht viel. Also ich sehe jetzt hier keinen Villager-Kopf, aber ich meine, Villager, Steve-Kopf meine ich. Ich meine, dass hier doch irgendwas vorhin war, wenn ich mich nicht täusche. Irgendwas war hier doch vorhin, aber ich glaube, bin mir nicht mehr ganz sicher. Oder war das im Haus? Nee, ich war in keinem Haus, ne? Boah, ist das... Da ist er, da, das meinte ich, genau. Ich habe nämlich schon vorhin so einen komischen Kopf gesehen. Wollte schon sagen, der wurde mir wie auf dem Tablett serviert. Passend für unseren Herobrine. Freunde, das ist sehr gut. Dann machen wir uns wieder auf den Weg nach Hause. Da hatte ich ja wirklich Glück mit diesem Steve-Kopf, aber dann schauen wir mal jetzt nach,
was der Herobrine so mit sich bringt. Dann schauen wir mal nach, Freunde. Also, Steve Kopf ist am Start. Zweimal Wolle und einmal jetzt hier hereinwerfen. Bumm, Steve Kopf, Wolle Nummer 1. Okay, Wolle Nummer 1 kam nicht rein. So, nochmal zack. Und jetzt nochmal zack. Und okay, sehr schön. Let's go. Herobrine im Real Life. Da bin ich mal echt gespannt. Und wir sehen, oh mein Gott, das ist er einfach mal. Herobrine im echten Leben mit weißen Augen. Diese Hand ist wahrscheinlich von einem Spieler, so aus der ersten, der Ego-Perspektive, also aus der First Person, deswegen ist hier so eine Hand. Aber wir sehen, er hat auch ein blaues T-Shirt, so wie Steve das normalerweise trägt, beziehungsweise Herobrine es normalerweise trägt, ne? Freunde, sehr, sehr geil, dass wir hier einfach mal Herobrine im echten Leben einfangen konnten. Und das führt uns auch schon sofort zum nächsten Mob. Denn der nächste Mob ist einfach mal Notch, Freunde. Wir haben Notch am Start, der Gründer von Minecraft, der Erfinder von Minecraft, dem, den wir Minecraft zu verdanken haben. Und er möchte 2 Diamanten und ein Ei. Wahrscheinlich ein Ei, weil er auch ein Ei ist. Ja, wegen dem Kopfhals, ne? Aber gut, dann würde ich sagen, wir machen uns auf den Weg, ein Ei zu finden. Oder haben wir ein Ei? Nein, wir haben kein Ei. Wir haben aber ein bisschen Eisen. Was bedeutet, wir können theoretisch schon mal sofort in die Mine rein. Ich mache aber jetzt nochmal ganz schnell eine Eisenspitzhacke, denn die wird auf jeden Fall notwendig sein. Muss ich nochmal ganz kurz gucken. Hä, wo ist... Ah, da ist unser Holz. Ich habe mich gerade gewundert. Wir hätten doch viel mehr Holz am Start, wollte ich schon sagen, ne? So, okay, also ein paar Sticks machen wir schon mal. Und jetzt folgt die Spitzhacke. Sehr schön. Ja, und vielleicht sogar noch eine Steinspitzhacke. Das wäre, glaube ich, auch nicht verkehrt. Gut, dann machen wir uns auf den Weg, Freunde. Wir gehen in die Mine. Also das hier ist ja mal eine Mine. Einfach unten super viel Lava. Ich kann eigentlich auch die Eisenspitzhacke benutzen, ne? Super viel Lava, aber da kommt man nicht weiter. Ich bin jetzt hier gerade auch nur reingegangen, damit ich mir Kohle abholen kann für die Sticks, damit ich mir quasi Fackeln machen kann. Und ja, danach gehen wir auch wieder sofort weiter. So können wir zumindest ein bisschen unsere Eisenspitzhacke fordern, um es mal so zu nennen. Weil hier ist echt viel Kohle, ne? Alter Schwede, wie viel Kohle ist das? Jetzt bin ich hier in so einer ganz komischen Mine gelandet. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich hier auch Dias finde. Das ist natürlich die Frage. Ausleuchten müssen wir eigentlich hier nicht. Aber, oh, okay, Emeralds. Ja, nehme ich mal lieber mit, ne? Nicht, dass wir dann am Ende irgendwie Emeralds benötigen, warum auch immer. Und dann haben wir keine, das wäre echt ärgerlich. Deswegen Emeralds nehmen wir einfach mal mit. Schadet ja nicht. War jetzt auch nur einer. Leider, leider. So, da ist jetzt vorne ein Creeper. Müssen wir ein bisschen aufpassen. So, okay, komm. Rein damit, rein damit. Oh, das war's mit dem Creeper. Oh Gott, noch einer, noch einer, noch einer. Okay, 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 okay. Einfach durch. Oh, das sind Dias. Oh mein Gott, wir haben Dias gefunden, Freunde. Okay, und der Creeper hätte fast diesen Dia kaputt gemacht. Stellt euch mal vor, der hätte den kaputt gemacht. Ich wäre so sauer gewesen. Aber es ist... Nein, es ist nur ein Diamant. Ein einziger Diamant. Das kann doch nicht wahr sein, Freunde. Ich bin jetzt hier irgendwie in so einer komischen Wassermine gelandet. Ey, das ist unfassbar, Leute. Diese Mine ist so groß, ne? Ach Mann, und oh Gott, ich muss aufpassen, dass ich nicht ertrinke. Oh Gott, hier hin, hier hin. Ja, hier ist gut, hier ist gut. Kurz einmal warten, dass ich wieder Luft bekomme. Das Ding ist einfach nur, ich brauche ja nur noch einen Diamanten, weil das waren ja, glaube ich, 2 Diamanten, die man hier benötigt. Da ist er sogar, da ist er. Jetzt können 2 Diamanten. Bitte, 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 ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben und. Es war, glaube ich, auch nur einer. Oh Gott, aber nein, 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 ich muss Luft, ich muss Luft, ich muss an die Luft. Oh nein, 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 nein. Schnell, 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 schnell. Oh Gott, das muss schneller gehen, das muss schneller gehen, das muss schneller gehen. Boah, okay. Freunde, egal, es ist... Oh Gott, aufpassen. Alter, es ist vollbracht. Das heißt, wir begeben uns jetzt wieder nach Hause. Let's go. Also, diese Mine hat es auf jeden Fall in sich, Freunde. So, dann würde ich sagen, einmal rüber teleportieren. Die Sachen können wir dann sofort... Ah, nee, wir brauchen noch das Ei. War hier nicht irgendwo in diesem Villager-Dorf ein Ei? Also, was heißt ein Ei? Zumindest Hühner. Boah, das habe ich ja voll vergessen. Mann. Also, Schafe findet man hier wirklich wie Sand am Meer. Aber Hühner sind hier nicht. Das ist immer so komisch. Ich weiß nicht, warum. Immer die Mobs, die man wirklich braucht, die sind irgendwie einfach gar nicht da. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wem ergeht es auch so? Ich denke mal, ihr kennt das auch. Freunde, ich denke mal, euch ist das doch bestimmt auch schon passiert. Schweine habe ich hier am Start. Doch, da sind Hühner. Ja, geht doch. Ah nein, jetzt müssen die noch ein Ei legen. Oh. Also vielleicht haben sie ja hier irgendwo schon ein Ei hingelegt, weil
muss ja nicht sein, dass die hier nicht rumgelaufen sind. Es kann ja immer ein bisschen sein, dass die rumgelaufen sind und dann irgendwo anders schon die Eier gelegt haben. Ich sehe jetzt hier allerdings nichts, muss ich ganz klar sagen. Ah, wo sind die überhaupt? Da ist das, das sind Hühnchen da. Doch, da liegt eins, da liegt eins, da liegt eins. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, Leute. Okay, das heißt, wir haben alles. Jetzt geht's aber wirklich nach Hause. Da ist ja sogar schon der Spawn. Okay, also Freunde, da bin ich mal gespannt. Wie wird Notch einfach mal aussehen? Notch, ja, werfen wir mal ganz kurz rein. Ist das eigentlich schon drin? Hey, das backt voll rum, ne? Irgendwie, das spinnt immer voll, wenn ich es werfe. Egal. 3, 2, 1, go. Und Notch im echten Leben sieht einfach mal so aus. Oh mein Gott. Alter, das ist nice. Das ist sehr, sehr nice, Freunde. Also wir sehen, das hier ist Notch im echten Leben. Ja, denk mal, die meisten von euch, wobei, wer von euch kennt Notch überhaupt? Also ich kannte ihn schon davor, aber ja, vielleicht nicht alle von euch. Deswegen bin ich mal gespannt. Gut, machen wir weiter. Und zwar kommt ein Esel. Ja, ein Esel einfach mal im Anschluss. Er möchte Karotten und eine Kiste. Okay, eine Kiste machen wird wahrscheinlich sehr einfach, weil Kiste, ne, benötigt nur Holz. Karotten müssten wir nochmal im Villager-Dorf nachschauen. Da hoffe ich einfach mal, dass wir irgendwas finden, Freunde. Also ich habe jetzt hier noch ein weiteres Villager-Dorf gefunden, weil in dem anderen war nichts. Und wir haben ja auch vorhin Bone Meal bekommen. Deswegen müsste ich jetzt eigentlich hier in der Lage sein, schnell an Karotten zu kommen. Das sind keine Karotten. Oh, ich bin halt auch so... Ah, das sind Karotten, sehr gut. Ja, perfekt. Dann nehmen wir nämlich jetzt die Karotten mit. Warte mal, wo sind die jetzt? Da sind die Karotten, genau. Und dann haben wir eigentlich alles. Die Kiste, die Karotten, passt ab nach Hause. Einmal den Knopf drücken, zack. Und jetzt geht es dann wieder ins Eingemachte, Freunde. Und zwar sehen wir jetzt einen Esel im echten Leben. So, zack und zack. So. Und dann noch einmal hier. Oh, wo ist denn das? Wo ist denn da die Kiste? Genau, so. Also, Esel im echten Leben. Ich bin echt gespannt. So, jetzt gehen wir mal auf die Seite. Was ist ein Esel im echten Leben? Ey, was ist das denn? Warum ist da ein Foto von mir? Freunde, das ist doch... Ich werd geprankt. Ey, das stimmt nicht. Das ist kein Esel. Ey.